Einen wunderschönen guten Morgen zu unserem vorletzten Termin, vorletzten Vorlesungstermin. Die Prüfung folgt dann natürlich auch noch. Heute bei unserem Programm das Berufsbild des Social Media Managers. Das ist ein relativ neuer Beruf. Wir sind natürlich durch die Digitalisierung insgesamt in unserer Gesellschaft und durch die in verschiedenen Bereichen fortschreitende Technologisierung passiert das, was wir da schon an mehreren Punkten der jüngeren Wirtschafts-Mediengeschichte beobachten konnten. Neue Technologien verändern Arbeitsabläufe, verändern Prozesse. Dadurch entstehen neue Jobs. Social Media Manager wäre eben einer davon. Andere Jobs fallen weg oder werden drastisch reduziert. Es gibt einen gravierenden Wandel am Arbeitsmarkt. Und tatsächlich, was da natürlich, ich habe es zu Beginn auch schon mal erwähnt, was da natürlich noch dahinter steht, ist auch die Entwicklung, dass die Kommunikation für Unternehmen aufwendiger wird, dass die Social Media Kanäle allein aufgrund ihrer aktualitätsorientierten Struktur wesentlich, rein quantitativ, wesentlich größere Volumina an Inhalten brauchen oder fordern. Das heißt, da geht es natürlich um die Ressourcen. Und auf der anderen Seite ist Social Media ein interaktives Medium, das heißt, im Gegensatz zu einem klassischen Beitrag auf einer Unternehmensseite, wo es in der Regel auch keine Kommentarfunktion gibt, oder zu einem Pressetext, wo zwar ein Rückfragehinweis dabei steht, aber das ist in der Regel dann eben eine sehr kleine Zielgruppe, nämlich die Journalisten, die sich da gegebenenfalls drauf melden. Im Gegensatz zu solchen klassischen Formaten endet ein Social Media Posting natürlich nicht mit der Publikation, sondern gerade dann, wenn es einem Unternehmen gelingt, Reichweite zu generieren, Interesse zu wecken, was ja das ist, was man normalerweise möchte, dann wird natürlich die Kommentarmoderation sehr, sehr interessant. Sie wissen wahrscheinlich, wie eine Bekannte von mir, die Lisa Stadler, ist beim Standard zuständig, hervorragende DJ auch bei ETPT, die ist beim Standard zuständig für Social Media Management, und da ist es eben tatsächlich so, dass es kommt natürlich aufs Artikelthema auch an, es gibt kontroversielle und weniger kontroversielle Themen, das aber im Großen und Ganzen, was den Betrieb des Online-Standards betrifft, die Ressourcen für das Verfassen eines Artikels im Wesentlichen gleich groß sind zeitlich wie für die Nachbetreuung, Kommentarmoderation und so weiter. Und das betrifft nicht jetzt in ganz so großem Ausmaß wie populäre Medienplattformen, das betrifft natürlich auch Unternehmensprofile, und das ist auch eine Sache, die mittlerweile, glaube ich, haben das die meisten ganz gut im Griff, die Unternehmen haben vor allem zu Beginn von Social Media vor ziemliche Herausforderungen gestellt hat, nämlich diese Anforderung, möglichst rasch zu reagieren. Das hängt natürlich auch von Unternehmensgröße ab. Wenn ich ein sehr großes Unternehmen mit einer umfassenden Kommunikationsabteilung bin, dann tue ich mir natürlich leichter, kurze Antwortzeiten sicherzustellen. Gerade bei kleineren Unternehmen, wo es einen Vollzeitzuständigen gibt oder wo jemand das nebenbei erledigt, da kann es natürlich schwierig werden. Jetzt hat sich so, ich sage mal grundsätzlich, und das ist auch kein Zufall, dass Facebook bei den Pages diese Response Time anzeigt, also wie schnell reagiert ein Unternehmen. Grundsätzlich ist es natürlich immer positiv, wenn man das möglichst schnell erledigen kann, aber andererseits ist ein Grund, und man denkt beim Social Media Manager sehr häufig eben an die Personen, die Kanäle betreuen, die Inhalte erstellen und oder, also online stellen auf jeden Fall, aber eben vielleicht zum Teil auch erstellen oder geliefert bekommen. Aber tatsächlich, wie gesagt, ist eben der ganze, ja, ich sage mal, kommunikative Rundumaufwand natürlich auch sehr hoch. Der Dialog mit den betreffenden Kunden oder Personen, wie gesagt, wenn ein Social Media Konzept wenig Follower hat, wenn es gar nicht funktioniert, wenn niemand reagiert, dann hat auch der Social Media Manager eine relativ ruhige Kugel, bringt aber dann insgesamt auch wenig Ergebnisse. Wenn es gelingt, und das ist wie gesagt ja immer das Ziel, in einen Dialog zu kommen mit der Zielgruppe, dann ja, ist das natürlich auch eine Herausforderung. Sie kennen das vielleicht, es gibt viele Artikel über New Work und so weiter. Ein Riesenthema mittlerweile ist diese Work-Life-Balance und gerade klassischerweise natürlich im Social-Media-Management-Bereich. Shitstorms oder Krisen nehmen in der Regel wenig Rücksicht darauf, welcher Wochentag gerade ist. Und klassischerweise passiert sowas gerade sehr häufig am Wochenende, wo viele Leute online sind. Und auch in solchen Krisenfällen ist rasche Kommunikation gefragt. Denken Sie an Unternehmen beispielsweise, die populäre Fernsehsendungen sponsern. Austria's Next Topmodel oder Germany's Next Topmodel, und da gibt es ein Kosmetikunternehmen oder eine Handelskette, die da auch kooperieren,
Und dann wird diese Sendung ausgestrahlt und beispielsweise um 10 am Abend reagieren dann auch einige Leute drauf und dann gibt es natürlich Meldungen und dann wäre es tendenziell absolut von Vorteil, da natürlich möglichst schnell reagieren zu können. Es gab da mal einen Vorfall sogar bei Germany's Next Topmodel, wo die betreffende Social Media Managerin eben die Tweets vorprogrammiert hatte. Es passierte dann in der Sendung irgendwas Unvorhergesehenes. Ich weiß nicht, seiner Kandidatinnen war die krank oder so. Auf jeden Fall, dieser Teil, auf den sich die Tweets besogen, passierte gar nicht. Die wurden aber trotzdem automatisiert rausgeschickt. Also da lauern schon einige Fallstricke. Das heißt, das ist durchaus ein Job, der bei vielen Unternehmen eine recht große zeitliche Flexibilität erfordert. Auf der anderen Seite, wenn man da, das hängt natürlich wie bei jedem Job auch dann stark von der Verhandlung ab. Grundsätzlich auch ein Beruf, der sicherlich für viele deshalb attraktiv ist, weil tendenziell, jetzt mal abgesehen von Meetings, die man zum Großteil natürlich auch online erledigen kann, für Social Media Manager grundsätzlich mal von den Tätigkeiten und Handlungsabläufen keine übergroße Notwendigkeit besteht, tatsächlich vor Ort zu sein. Sehr, sehr, sehr guter, sehr, sehr gute Anmerkung von Blaualp. Ich finde, man hat jetzt auch im Zuge des BLM gut gesehen, wie wichtig schnelle und angemessene Kommunikation der Unternehmen ist. Absolut. Es gibt auch viele Untersuchungen. Meine Frau ist da Spezialistin dafür, für BR- und Krisenkommunikation über diese klassischen Shitstorms. Nebenbei sorgt immer für Überraschung, das Wort Shitstorm ist im englischsprachigen Bereich überhaupt nicht geläufig. Das ist tatsächlich eine DACH, also Deutschland, Österreich, Schweiz, spezifische Ausdrucksweise. Da gibt es viele Untersuchungen drüber, weil oft die Frage ist, was kann man da tun, wenn so ein Shitstorm eine gewisse kritische Masse erreicht, dann ist es sehr, sehr schwierig, da wirklich gegenzusteuern, dann bekommt das eine Eigendynamik. Wenn man überhaupt was unternehmen kann, dann durch möglichst frühzeitige Reaktion. Das ist, kann man sich ein bisschen vorstellen, glaube ich, wie eine Lawine, die ins Rollen kommt, wenn man das ja sehr frühzeitig verhindert, dass mehr Material mitgerissen wird, dann kommt das Ganze zum Stillstand. Ab einem gewissen Punkt kann man dann nicht mehr viel machen. So ähnlich ist das bei Shitstorms. Also wie gesagt, Personen, die in diesem Bereich arbeiten, sind sich in der Regel auch darüber im Klaren, dass das definitiv kein klassischer 9-to-5-Bürojob ist. Wenn wir über das Berufsbild des Social Media Managers nachdenken, und ich meine, das ist für uns bzw. für Sie in zweierlei Hinsicht relevant. Zum einen ist es natürlich so, dass die Kommunikationswissenschaft tendenziell ein Studium ist, das auf einen starken Schwerpunkt auf die wissenschaftliche Untersuchung von Kommunikation und von Medien legt. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch von unseren Absolventenstatistiken, dass sehr viele von ihnen später nicht in wissenschaftlichen Bereichen arbeiten werden, sondern in praktischen Jobs, PR, Werbung, Journalismus, mittlerweile eben auch Social Media. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite ist natürlich aus Forschungssicht das Berufsbild des Social Media Managers für uns auch ein sehr, sehr spannendes Forschungsfeld aus mehrfacher Hinsicht. Sie wissen ja, in der Journalismusforschung spielt die Gatekeeper-Theorie eine große Rolle. Es ist ein Riesenthema für unsere Wissenschaft. Wie steuern nicht jetzt unbedingt nur einzelne Journalisten, aber wie steuert das System Medien, wie die Selektion, wie tragen Nachrichtenwertfaktoren dazu bei, dass bestimmte Nachrichten eben sehr weit verbreitet werden, andere weniger populär sind. Und man könnte jetzt sagen, das Feld ist relativ gut erforscht. Als Social Media Experte neige ich natürlich dazu, dass quasi diese Nachrichtenselektionskriterium, dieses Redaktionssystem als Gesamtes auch als eine Art Algorithmus zu betrachten. Und bei Social Media haben wir aber den Sonderfall, dass die Personen, diese Social Media Manager, eine nicht sehr klar definierte Stellung oder Position haben in Sachen Selektionsentscheidungskompetenz. Was meine ich damit? Unter meinen Beratungskunden sind natürlich viele Social Media Manager, auch unter meinen Bekannten, und der Range des Jobs reicht von sehr weit. Da gibt es natürlich Unternehmen, da ist der Social Media Manager, der sitzt vorm Rechner, bekommt im Wesentlichen von den unterschiedlichen Abteilungen und von der Grafik fertige Fotos, Texte angeliefert, stellt die online und muss dann auch, wenn er antwortet oder kommentiert, das mit den jeweils Zugehörigen abstimmen. Und bis hin zu Social Media Managern, die letztendlich deren Job weit über ich sag mal, die Bedienung oder die Bespielung der Channels hinausgeht, sondern die eben auch tatsächlich sehr
in die strategische Dimension, in die Planung, in die Setzung der Schwerpunkte und so weiter involviert sind. Das hängt zum einen natürlich mit der Art des Unternehmens zusammen, also tendenziell mal bei Großunternehmen, bei Corporates, je hierarchischer die strukturiert sind, desto mehr Beteiligte am Entscheidungsprozess haben sie in der Regel, während logischerweise bei Startups in kleinen Teams die Flexibilität natürlich sehr viel größer ist. Das ist grundsätzlich natürlich auch in anderen Berufen so, aber bei Social Media, da haben wir ja diesen Sonderfall, wir haben die Plattformen wie Facebook, LinkedIn und so weiter, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Da sind auf der einen Seite Infrastrukturen, bloße, wenn Sie so wollen, bloße technische Einrichtungen, aber regeln eben auf der anderen Seite durch ihre Algorithmen, durch die Art und Weise, wie sie funktionieren, doch eben auch sehr stark den Zugang zu Informationen mit. Und da taucht immer wieder die Frage auf, wie auf klassischer Massenmedienseite ist das relativ klar. Da reguliert der Staat in zweierlei Hinsicht. Zum einen gibt es bestimmte Sonderrechte für Journalisten. Es gibt Medienförderungen auf der wirtschaftlichen Seite. Auf der Haben-Seite sozusagen, auf der Soll-Seite gibt es auch viele Bestimmungen medienrechtlicher Natur, dass eben beispielsweise Medien Werbung kennzeichnen müssen und so weiter und so weiter. Im Social-Media-Bereich ist das nicht so. Wir haben Unternehmenskommunikation und auch ausgelöst natürlich durch Content-Marketing, durch diesen Trend, dass immer mehr Unternehmen in, ich sage mal, redaktionellen oder scheinbar redaktionellen Formaten kommunizieren, verwischen da natürlich die Grenzen zwischen ja, kommerzieller und journalistischer Kommunikation sehr, sehr stark. Da wird Absendertransparenz schnell zu einem Thema. Das ist ein, wie gesagt, sehr, sehr spannendes Forschungsfeld. Aber womit haben wir es da zu tun, wenn ein Unternehmen auf seinen Social-Media-Kanälen beispielsweise eine aufwendige, nach journalistischen Kriterien handwerklich exzellente Reportage über die, sagen wir mal, Wirtschaftsentwicklung in einem ja, Kleinstaat in Afrika berichtet und dieses Unternehmen aber, sagen wir mal, Investments oder Crowd-Investments oder was auch immer verkauft in dieser Region. Also auch sozusagen ein klar wirtschaftliches Interesse an diesen Inhalten hat. Das sind dann natürlich schon sehr interessante Fragen. Wie definiert man da die Grenzen zwischen Journalismus und Unternehmenskommunikation? Natürlich auf der anderen Seite, ja, es gibt Social Media Werbung, aber es gibt immer auch diese redaktionellen Inhalte. Und das macht natürlich diese Berufsgruppe auch für uns interessant, weil es ja eine neue, wenn Sie so wollen, eine recht neue Entwicklung ist, dass Unternehmen sich eben in dieser Art und Weise, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, quasi journalistisch oder in typisch redaktionellen Formaten eben an der Diskussion beteiligen. Da steht natürlich zum anderen dieser sehr, sehr große Trend dahinter, den wir auch schon angesprochen haben, dass klassische Werbung einfach immer schlechter funktioniert, dass die Reichweite zurückgeht, dass es schwieriger ist, Personen zu erreichen und dass dieser ganze Inbound-Bereich, also als Unternehmen stelle ich sehr spannende, interessante Inhalte online. Und verlasse mich dann darauf, dass die gefunden werden über Google oder dass ich eben auch über Social Media die richtigen Zielgruppen erreiche. Das heißt, das ist sehr, sehr weit weg von Werbung und im Endeffekt eine recht neue Kommunikationsform. Und da ist natürlich auch gefragt, das ist sicherlich auch ein Spezifikum, die Weiterentwicklung bei Social Media, die passiert sehr, sehr rasch. Das ist jetzt auch nichts mega, mega berufsspezifisches. Mein Großvater war Automechaniker, noch im vorigen Jahrhundert, im vorigen Jahrtausend sogar. Und ich glaube, der hat seine Lehre kurz, ja, ich glaube, so kurz vor dem Beginn des Zweiten Weltkriegs abgeschlossen. War dann im Krieg, ist zurückgekommen, hat dann gearbeitet, eben bis 1994 oder sowas. Und wir haben da oft drüber gesprochen, als er begonnen hat zu arbeiten, da hat er einen Automechaniker mit. Kennen die alten Motoren, das waren noch die Vergasermotoren, da wurden Zylinder ausgefräst und ausgeschleift. Und als er aufgehört hat zum Arbeiten, da gab es schon die Diagnosegeräte, wo eben dann der Mechaniker, so wie es heute auch ist in der Werkstatt, den Computer anschließt an die entsprechende Buchse im Motor und dann mal die Diagnostik bekommt, was da überhaupt zu tun ist und so weiter. Sehr starke Veränderung. Im Social Media Bereich ist es natürlich so, dass die technologische Weiterentwicklung durchaus noch rasanter passiert. Auch die technologischen Möglichkeiten. Wenn Sie denken, ja, vor 10 Jahren, als dieses Berufsbild so langsam auftauchte, da gab es wenig Video, kein Live-Video. Social Media galt damals noch als, ja, wie soll ich sagen, Hands-on-Medium und da ist es schon okay, wenn Fotos verwackelt sind und nicht so toll ausschauen. Kann man sich heute auch schwer vorstellen. Das heißt, da wird auf einem sehr professionellen Niveau produziert und wenn ich
da jetzt gute Qualität abliefern möchte, dann geht das auch sehr, sehr schnell oder sofort raus, weit, weit hinaus über die klassische Produktion von Werbemitteln. Das heißt, sie haben, da gibt es auch unterschiedliche Ansätze, wie Unternehmen das nutzen, aber sie haben bei weitem nicht in allen Fällen eine Werbeagentur oder einen Dienstleister, der beauftragt wird, bei uns das Sujet, es wird dann geschalten, sondern da ist die Arbeit, der Arbeitsstil sehr viel journalistischer. Viele Unternehmen machen Online-Magazine, produzieren Fotoshootings für Social Media. Das heißt, das gehört dann auch alles dazu. Und wie das jeweils aufgeteilt ist, hängt von Unternehmensgröße ab. Es wird dann häufig noch unterschieden zwischen Junior- und Senior-Social-Media-Positionen. Und natürlich auch, ich habe es auch erwähnt, bei weitem nicht bei allen Unternehmen, die Social-Media-Kanäle betreiben, handelt es sich da um eine Vollzeit- oder Halbzeitstelle. Ist natürlich gerade bei kleineren Unternehmen sehr, sehr häufig auch etwas, dass der Kommunikationsverantwortliche oder die Marketingmanagerin mitmacht quasi. Eine ganz, ganz starke Besonderheit meiner Ansicht nach an dieser Position ist, dass Social Media auf der einen Seite, und kommt immer darauf an, wie ernsthaft ein Unternehmen das wirklich verwenden möchte, natürlich relevant ist für die Außenwirkung und in gewisser Weise analog betrachtet werden kann zu den klassischen Kanälen in der Unternehmenskommunikation. Wenn Sie an Unternehmen denken, dann spielte und spielt nach wie vor eine relativ strikte Kontrolle über den Außenauftritt eine beträchtliche Rolle. Die bezeichnet man in der Regel als CI oder Corporate Identity und dafür, dass sozusagen nicht ein Presse- oder das ist ein schlechtes Beispiel, dafür, dass nicht eine Anzeige komplett anders aussieht als die nächste, sorgen in der Regel diese CI-Richtlinien. Die beinhalten alles Mögliche von Unternehmensfarben, Schriftarten, Designvorgaben, Stilvorgaben, Schreibguides und so weiter. Unternehmenspractices zu Gender Splitting und so, um das den Auftritt eben möglichst konsistent zu halten. Und in der Regel war es früher auch häufig so, dass eben Unternehmen mehr oder weniger eine Schnittstelle in kommunikativer Hinsicht hatten. Es kann ein Pressesprecher sein, der da mit den Journalisten kommuniziert, kann ein Unternehmenssprecher sein. Und im Social-Media-Bereich kommt aber zusätzlich dieses Thema dazu, dass es natürlich Unternehmenspages gibt, aber zugleich haben auch die Nutzen in der Regel, nicht alle, aber mittlerweile zumindest ein beträchtlicher Teil der Mitarbeiter Social-Media, manche in rein privater Absicht, aber viele auch teils oder semi-beruflich. Und da ist es natürlich nicht so, dass man jetzt die Mitarbeiter in irgendeiner Art und Weise zwingen kann, ihre Accounts einzusetzen. Aber ein sehr, sehr erfolgversprechender Ansatz ist natürlich, wenn es einem Unternehmen gelingt, über positive Anreize, über positive Motivation, die Mitarbeiter auch einzubinden in diese Kommunikation und idealerweise die dazu zu bringen, dass sie dann auch die Themen des Unternehmens unterstützen. Das erfordert in der Regel, glaube ich, ich erwähne es nur der Vollständigkeit halber, grundsätzlich natürlich, dass die Mitarbeiter eine relativ hohe Identifikation mit ihrem Arbeitgeber haben. Simpel ausgedrückt, dass sie gerne im Unternehmen arbeiten. Und das bedeutet aber im Gegensatz zu der Bespielung der Social Media Kanäle in der Regel eine Menge interne Arbeit, Koordinationsarbeit, viel Kommunikation mit den einzelnen Abteilungen und je nach Unternehmenskultur gibt es ja tatsächlich, oder es ändert sich, aber früher gab es wirklich Unternehmen, da hat schon mal aus Prinzip der PR-Sprecher nicht mit der Marketingleitung die Maßnahmen koordiniert und so weiter. Social Media führt natürlich dazu, dass ich, dadurch, dass es auch sehr viele Bereiche betrifft, das ist ja nicht nur Marketing, da geht es auch um Kundenservice und so weiter, ist es eine ziemliche Querschnittsmaterie. Und eine Bekannte von mir, die in Graz bei einem sehr großen Unternehmen arbeitet, das im Bereich der technologischen Forschung angesiedelt ist, eine Kooperation mit der TU Graz, die hat das mal sehr schön ausgedrückt. Die haben im Unternehmen, ich glaube, 400 Mitarbeiter und ich glaube, 280 davon haben ein technisches Doktorat und von diesen 280 haben dann nochmal 130 einen PhD. Also sie können sich, und die forschen dort, sie können sich ungefähr vorstellen, wie ein sehr, sehr großes Uni-Institut. Und das sind natürlich sehr viele Personen, die super auf ihrem Forschungsgebiet, aber sind nicht die tollen Kommunikatoren, die interessiert das auch nicht, die betreiben auch keine Social-Media-Kanäle. Und auch wenn die irgendwas in ihrem Bereich Spektakuläres publizieren, beispielsweise ein Paper über einen komplett neuen Aspekt des autonomen Autofahrens, Hausnummer, dann sind das auch nicht unbedingt die Personen,
die als erstes dann zum Social Media Manager oder zum Marketingleiter reden und sagen, ich habe da ein super Thema, das müssen wir irgendwie verwenden. Ja, die machen das halt und gute Social Media Manager, das habe ich oft beobachtet, die gehen halt dann auch aktiv zu den Leuten hin und reden die an und gehen denen unter Anführungszeichen auch mal auf die Nerven. Und diese Kollegin von mir, die hat mir eben gesagt, sie ist auch so ein Fall, sie ist zuständig für Events und auch für Social Media und ihre Social Media Arbeit, weil sie gemeint hat, Fotos werden produziert, die Videos bekommt sie auch, das Online-Stellen ist nicht so zeitaufwendig, das ist ein sehr, sehr spezifischer Bereich, es hält sich die Zahl der Kommentare auch in Grenzen. Aber sie hat gemeint, der zeitaufwendigste Teil an ihrem Job ist, weil die auch örtlich relativ weit verteilt sind, durchs ganze Haus zu gehen, von Abteilung zu Abteilung und die Leute irgendwie aktiv anzureden und zu sagen, hey, was macht ihr denn gerade? Erzähl mal, was ihr so tut. Und daraus sozusagen dann auch Themen zu generieren. Das ist nämlich ein alles andere als triviales Thema in einem kleinen Startup-Team, wenn sie mit 3, 4, 5, 10 Leuten zusammenarbeiten. Da ist es ziemlich einfach, die Übersicht drüber zu behalten. Wenn es sich aber um größere Teams handelt oder wenn das die Unternehmensbelegschaft in die Hunderte oder noch weiter raufgeht, dann ist das schon ziemlich unmöglich, wirklich eine Komplettübersicht zu haben. Und deshalb beinhaltet dieses Berufsbild in vielen Fällen eben auch sehr, sehr viel koordinative Tätigkeiten. Die Bedeutung der Social Media Kommunikation nimmt laufend zu in den Werbebudgets. Eigentlich im gesamten Dachraum, aber in Österreich am wenigsten, spiegelt sich das nicht annähernd wieder. Ein Teil der Arbeit, das hängt auch wiederum davon ab, natürlich wie Unternehmen da aufgestellt sind, aber ein zusätzlicher Aspekt zu den bisher von mir erwähnten Teilbereichen für die meisten Social Media Manager ist auch, wenn es nicht eine externe Agentur an die dieser Teil ausgelagert wird, die Social Media Kampagnen zu planen, also mit diesen Tools, die wir auch gesehen haben, Facebook Kampagnenmanager und den Analogien, eben die entsprechenden bezahlten Kampagnen anzulegen, ja, im Auge zu behalten, zu planen, anzulegen, währenddessen im Auge zu behalten und auszuwerten. Stichpunkt Auswertung, das ist natürlich auch eine Sache. Sie wissen, der ganz grundsätzliche, sehr abstrakt betrachtete Prozess, wie Unternehmen Umsatz steigern oder überhaupt Umsatz generieren, man setzt Maßnahmen im Bereich Marketing, im Bereich Vertrieb, im Bereich Kundenservice. Idealerweise bewirken diese Maßnahmen, dass die erwünschten Ziele besser erreicht werden, mehr neue Kunden zu generieren, höhere Kundenzufriedenheit. Aber das sind sozusagen, wenn Sie so wollen, lauter Vehikel, um in den allermeisten Fällen am Ende zu mehr Umsatz oder zu mehr Gewinn zu kommen, Expansion zu ermöglichen, was auch immer. Und da ist natürlich der kommunikative Part keine Ausnahme und letztendlich lässt sich in Unternehmen natürlich alles in Ressourcen umrechnen. Die wichtigsten dabei sind Zeit bzw. eben Werbebudget oder zusätzliches Budget. Und weil natürlich im Unternehmenskontext Zeit genauso Geld ist, eben bezahlte Arbeitszeit. Das heißt, steht natürlich immer die Frage im Raum, wie viele Ressourcen wende ich für Social Media auf? Welche Ergebnisse kann ich damit erzielen? Da haben wir, wenn Sie so wollen, auf der einen Seite ein gewisses Grundrauschen. Es wäre 2020 für so gut wie jedes Unternehmen, das nicht in sehr, sehr spezialisierten Nischen tätig ist, etwas eigenartig, wenn es überhaupt keine Social Media Präsenz gibt. Das heißt, das ist schon so ein bisschen ein Grundimpetus, das kann man aber noch mit sehr bescheidenem Ressourceneinsatz bewältigen, wenn man da sozusagen nur ein Minimalprogramm fährt. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt beginne, da mehr Aufwand reinzustecken, vielleicht das Team zu vergrößern, häufiger zu posten, dann verursacht mir das mehr Aufwand und dann möchte ich natürlich auch wissen, welche Ergebnisse produziert dieser Aufwand. Wir haben generell im digitalen Bereich wesentlich umfassender und wesentlich bessere Messmöglichkeiten. Wir können sehr, sehr viel auswerten, wir können zu einem hohen Grad die Wege oder zumindest einen Teil dieser Wege nachvollziehen, die der Kunde nimmt. Wenn Sie ein entsprechendes Tracking-Setup haben, dann wissen Sie in vielen Fällen, dieser Kunde hat auf Google gesucht, kam dann zu uns auf die Webseite, hat die Webseite zugemacht, ging dann 5 Tage später auf Facebook, hat dort wieder auf einen Link geklickt, dann hat er ein Produkt in den Warenkorb gelegt und so weiter und so weiter. Das heißt, Sie bekommen eigentlich sehr, sehr viele Daten, die Ihnen auch verraten, inwieweit funktioniert das, was ich mache, inwieweit funktioniert das nicht. Ein sehr spezifisches Problem, das
denen von Ihnen sicherlich bekannt ist, die schon mal mit diesen Online-Statistik-Tools gearbeitet haben, es gibt tendenziell, sage ich mal, wesentlich zu viele Daten und die Auswertung auch gerade von Social-Media-Kampagnen, die Kunst in der Auswertung besteht jetzt nicht primär darin, möglichst viele Datenberge in Excel-Sheets zu schaufeln, sondern eben sinnvolle Ansätze zu finden, wenn Sie so wollen. Eine gute Analyse hat sehr viel gemeinsam mit wissenschaftlichen Arbeiten. Sie bilden Hypothesen und Sie testen diese Hypothesen anhand dessen, was Sie tun, beispielsweise in Ihrer redaktionellen Social-Media-Arbeit, und Sie werten dann aus, ob die unterstellte Korrelation vorhanden ist oder nicht. Da gibt es sehr, sehr viele Ähnlichkeiten. Nur die Frage ist dann natürlich auch immer, wie viel Zeit wende ich dafür auf? Wie sehr schaue ich mir das im Detail an? Und welche Kennzahlen sind wirklich entscheidend? Ich habe gerade letzte Woche ich sehe es auch öffentlich auf meinem LinkedIn-Profil, eine kurze Präsentation dazu gepostet, welche Grundirrtümer häufig in Zahlen drinstecken, dass es Statistiken gibt, die immer nach oben gehen, dass gerade wenn man im Social-Media-Bereich sehr stark auf die Reichweite oder auf die Followerzahl fixiert ist, dass man sehr, sehr schnell übersieht, sind das überhaupt die richtigen Follower? Oder anders gesagt, 5000 Likes auf einem Posting garantieren eine gewisse Reichweite und es ist nicht nachteilig, sage ich mal, zumindest nicht, wenn sich nicht um einen potenziellen Shitstorm handelt. Aber wenn diese Reichweite innerhalb der falschen Zielgruppe passiert, wenn da keine tatsächlichen Kunden dabei sind, dann ist das letztendlich für die Unterstützung dieser Ziele auch recht wertlos. Manche Kennzahlen geben nur indirekt bestimmte Entwicklungen wieder. Das heißt, das ist auch nicht trivial. Und in der praktischen Erfahrung ist es eigentlich so, dass es mittlerweile manche Unternehmen gibt, Startups sind da sehr, sehr intensiv damit beschäftigt in vielen Fällen, die in dem Bereich sehr, sehr strukturiert arbeiten, die also wirklich ganz genau auswerten und in sehr kurzen Zyklen auch agieren. Also was nicht funktioniert, werfen wir über Bord. Größere Unternehmen sind da häufig etwas schwerfälliger, aber in beiden Fällen ist es halt auch immer eine Frage, wie viel Zeit soll oder kann der Social Media Manager dazu verwenden, diese Daten eben auszuwerten, aufzubereiten. Das ist auch ein Teil, der in der mehr oder weniger detaillierten Weise auch immer ein Bestandteil dieses Berufsbilds ist. Also Bespielung der Social Media Kanäle, redaktionelle Arbeit, eventuell Erstellung von Inhalten, Koordination, Management der bezahlten Kampagnen, also der Social Media Werbekampagnen, Auswertung, das wären so die wichtigsten Felder. Und dann ist eben die Frage, inwieweit ist der Social Media Manager auch tatsächlich an der konzeptionellen Arbeit, einer Festlegung von Schwerpunkten und so weiter beteiligt. Das unterscheidet sich sehr, sehr stark von Unternehmen zu Unternehmen. Ich habe Ihnen da ein paar kurze Videos rausgesucht. Eines, beispielhaft ein Unternehmen, das selber recht intensiv natürlich in dem Bereich tätig ist, ist Google. Und das hier ist ein Beitrag über das Berufsbild Social Media Manager. In diesem Video wird eben Stefan Keuchel, der Social Media Manager von Google Deutschland, über seine Arbeit interviewt. Dauert 11 Minuten. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer ersten Episode. So, sorry, ich habe es nur kurz in YouTube aufgemacht. Ich habe vorher nämlich nicht realisiert, dass wir das sonst nicht im Vollbild schauen können. Also, Instant Replay. Zuschauer zu unserer ersten Episode von Social Media Karriere TV. Heute starten wir auch gleich mit unserer Interviewreihe zum Social Media Manager.
Ich bin heute bei Google Deutschland hier in Hamburg und neben mir sitzt Stefan Keuchel, er ist Pressesprecher und für mich ist er eigentlich das Gesicht im Social Web für Google. Hallo Stefan, schön, dass ich hier sein darf und dass ich mal so ein bisschen Google-Luft hier schnuppern durfte. Das ist, erinnert mich stark irgendwie an einen Vergnügungspark hier. Und ja, Stefan, kommen wir mal zu den Fragen. Was sind eigentlich die typischen Fähigkeiten, was ein Social Media Manager mitbringen sollte und aus welchem Bereich sollte er eigentlich die Erfahrungen schon haben? Also erstmal herzlich willkommen, toll, dass du da bist. Ich freue mich, dass du Interesse daran hast, mit mir zu sprechen, obwohl ich glaube ich nicht der typische Social Media Manager bin, denn mein Hauptjob ist tatsächlich, ich bin Pressesprecher von Google. Diese ganze Social Media Seite des Jobs ist quasi erst durch Zufall mehr oder weniger dazugekommen, da ich mich selber sehr stark für das Thema interessiere. Also ich bin relativ lange auf Twitter schon unterwegs und naja, und so haben das halt auch meine Kollegen mitbekommen. Und als es dann losging, eben halt auch mit, sag mal, der Social Media Kommunikation, lag es nahe, dass ich das halt mitmache. Aber ich bin jetzt nicht sozusagen der Social Media Manager von Google. Diesen Job haben wir, in Klammern, noch nicht. Und muss man mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ja, Fähigkeiten eines Social Media Managers, glaube ich, kann ich dennoch ganz gut beschreiben. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass jemand, der sich im Kommunikationsbereich generell, das ist jetzt nicht typisch Social Media jetzt, einfach kommunikationsstark sein sollte. Also er sollte natürlich eine Fähigkeit besitzen, Dinge auf den Punkt zu bringen, die sowohl in schriftlicher Form als auch mündlicher Form eben klapp und knarr zu formulieren. Ich denke, es ist wichtig, jetzt in diesem Bereich extrem kontaktfreudig zu sein. Also einer der großen Vorteile, denke ich, von sagen wir mal, meinen Social-Media-Aktivitäten ist, dass ich im Laufe der letzten Jahre meinen Bekanntenkreis doch deutlich vergrößert habe. Man sollte also Interesse an Menschen haben, sollte natürlich auch das Medium an sich kennen. Ne? Also ich denke, dass es schon wichtig ist, dass man die einzelnen Plattformen eben halt kennt, zu bedienen weiß. Also das sind so ein paar Dinge, die, denke ich, einfach Grundvoraussetzungen sind, um diesen Job machen zu können. Der berühmte Blick über den Tellerrand, den würde ich vielleicht noch erwähnen wollen. Also in diesem Bereich ist es halt, wenn du es für ein Unternehmen machst zumindest, auf jeden Fall sehr wichtig, dass man sich mit den einzelnen Abteilungen beispielsweise abstimmt. Ne? Also es gibt Dinge, die man mit den Kollegen aus der Rechtsabteilung abstimmen muss, mit den Kollegen aus der Marketingabteilung, aus dem Policy-Bereich und so weiter. Das heißt, man sollte wahrscheinlich schon gewisse, sagen wir mal, Affinität dafür haben und auch kennen oder wissen, wie so ein Unternehmen generell tickt. Welche größte Herausforderung hattest du bisher zu bewältigen? Schwer zu beantworten. Ich glaube, dass das Zeitmanagement tatsächlich eine der größten Herausforderungen ist, denn bei aller Freude, die Social Media auch bereitet, ist es schon ein großer Zeitkiller. Ne? Also es ist ja nicht so, dass ich nur online gehe, um selber zu kommunizieren und sagen, hey, es gibt was Neues zu berichten, sondern ich beobachte natürlich auch, was über uns, über unsere Produkte, über unsere Mitbewerber und so weiter gesagt wird. Das heißt, ein Großteil meiner Arbeit besteht darin, im Web unterwegs zu sein. Und ich glaube, das war auch am Anfang so für meine Kollegen oder meinen Boss zum Beispiel auch ein bisschen merkwürdig zu sehen. Ja, der surft da den ganzen Tag, aber dass das durchaus eben halt Arbeit ist, das muss man halt auch realisieren. Also das ist, ich glaube, in meiner Ansicht nach ist das Zeitmanagement eines der großen Herausforderungen. Okay. Wie gehst du persönlich mit Fehlern um, wenn sie dann einmal passieren sollten? Ja, ich meine, Fehler passieren. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Ich glaube, das ist ganz normal. Und sag mal, wenn man gar keine Fehler macht, dann macht man vielleicht auch ein paar Sachen selber trotzdem falsch, weil man muss einfach agieren. Social Media ist immer noch ein relativ neuer Beruf. Ich glaube, man oder auch Tätigkeitsfeld, Dinge, es ist einem nicht Gott gegeben, dass man Social Media machen kann, sondern man ist ein ständiges Ausprobieren und Lernen. Insofern passieren auch Fehler. Also ich persönlich denke, dass Fehler nicht schlimm sind. Aber ich glaube, man sollte die Fähigkeiten haben, A, zu erkennen, wenn ein Fehler passiert und im Idealfall tatsächlich aus seinen Fehlern auch zu lernen, damit diese Fehler dann eben nicht nochmal passieren zumindest. Die Frage ist eigentlich, ich will mal auf das Thema Social Media Management bei euch zurückgreifen. Wie wird das eigentlich bei euch koordiniert? Wie sieht das bei dir, bei deinem Einfluss aus? Ja, es ist also, wie gesagt, wir haben jetzt nicht die eine Abteilung Social Media oder auch keinen klassischen Social Media Manager. Insofern wird das bei uns von der Kommunikations- und der PR-Abteilung mitgetragen. Wir haben durchaus Dinge, die wir strategisch, sage ich mal, nach vorne bringen wollen. Also ich
aktuelles Beispiel ist zum Beispiel, dass wir eine Kampagne haben für Google Chrome. Dafür gibt es zwei Spots. Liebe Antonia, lohnt sich reinzuschauen. Und der andere Spot mit Raoul Krauthausen von den Sozialhelden mit seinem großartigen Projekt Wheelmap.org. Und da haben wir natürlich auch uns im Vorfeld überlegt, okay, die Spots laufen dann und dann. Wie können wir zum Beispiel so ein bisschen virale Effekte vielleicht erzeugen, indem wir auf Twitter darüber berichten, auf Google Plus selbstverständlich, auf Facebook, auf YouTube und so weiter. Ne? Das heißt also, hier gilt es sich abzustimmen mit den anderen Abteilungen. Und das sind so ein paar Dinge, wo man eben halt sehr cross-funktional quasi mit den anderen Abteilungen unterwegs ist. Es gibt aber auch Dinge, die ich natürlich nicht erst wochenlang überlege, sondern tatsächlich aus dem Bauch heraus mache. Ich glaube, die Mischung macht es halt auch. Wenn jemand tatsächlich immer nur über seinen Job und quasi Social Media verwechselt mit einem Vertriebskanal, in dem man das Gefühl hat, auch als Leser eben halt, hier will mir einer ständig nur irgendwas verkaufen, ist zumindest nicht mein Stil. Also ich versuche immer eine Mischung zu finden aus so, sagen wir mal, natürlich beruflichen Dingen. Bei Google passiert Gott sei Dank eine ganze Menge. Da hat man immer genug, sagen wir mal, über das man berichten kann. Aber das können halt auch manchmal Sachen sein über unsere Mitbewerber. Oder wenn Yahoo was Tolles macht oder sowas, dann berichte ich darüber auch. Und am Anfang waren Leute echt erstaunt. Die sagen, ja, guck mal hier, der Pressemann von Google, der lobt da irgendwie die Google-Kollegen, Facebook-Kollegen oder sowas alles. Ich sehe da überhaupt keine Diskrepanz, ganz im Gegenteil. Wenn Leute was Tolles machen, dann kann man darüber berichten. Und ich glaube, dass das auch honoriert wird von den Leuten, die einem folgen und sagen, guck mal, der will mir nicht nur ständig irgendwelche Dinge verkaufen und sagen, wie toll alles bei Google ist, sondern man kann durchaus auch mal selbstkritisch sein zum Beispiel und vielleicht auch einfach nur mal Dinge posten, weil es einen geilen, irgendwo viralen Spot gibt und sagt mir, hey, guck mal, hier habe ich gesehen und teilt den einfach. Was sind eigentlich deine Aufgaben bei eurer internen Kommunikation? Okay, klassischerweise interne Kommunikation bedeutet natürlich, dass wir unsere Kollegen hier über aktuelle Ereignisse unterrichten. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Zum einen haben wir natürlich recht gut funktionierendes Intranet. Es gibt einmal in der Woche ein Treffen sämtlicher Google-Mitarbeiter. Das findet klassischerweise an einem Freitag statt und nennt sich TGIF, Thank God It's Friday. Und da werden dann beispielsweise neue Kollegen vorgestellt. Wenn wir tolle Berichte hatten in Medien, zeigen wir mal einen TV-Bericht oder ich halte ein Clipping hoch oder so etwas. Also es geht darum, Leute zu informieren eben halt über Dinge. Aber zum Beispiel auch, was das Thema Social Media anbelangt, kann nicht jetzt jeder einfach drauf losposten und Dinge, sagen wir mal, verraten, die vielleicht noch nicht für die Öffentlichkeit gedacht sind. Also die berühmten Social Media Guidelines und die Kollegen wissen eigentlich, dass wir da relativ sensibel sind, was eben halt, sagen wir mal, Produktvorankündigung anbelangt. Wir machen das nämlich nicht. Und zum Teil kommen sie natürlich zu uns zuerst und sagen, hey, kann ich das und das eigentlich so schreiben? Also es geht so ein bisschen auch in so eine Beratungsleistung rein. Wo wir beim Thema Berater sind, setzt ihr eigentlich externe Berater ein oder, also wenn ja, in welchem Bereich? Also wir haben keine Social-Media-Beratung, wir arbeiten durchaus mit PR-Agenturen zusammen, aber das hat mit Social-Media in dem Fall eigentlich nichts zu tun. Okay. Ein Blick in die Kristallkugel. Was denkst du, wie sieht das Bild vom Social-Media-Berater beziehungsweise überhaupt die Social-Media-Berufe in Zukunft aus? Würde man sagen, so Zeitfenster 2 Jahre, was meinst du? Extrem schwer natürlich, seriös vorherzusagen, wie sich das entwickeln wird. Wenn man überlegt, vor 2 Jahren hat noch keiner von Social Media, sondern immer nur vom Web 2.0 geredet und so weiter. Das sind ja auch solche Buzzwords letztendlich, um Seminare vollzukriegen in meinen Augen. Ne? Also ich glaube erstmal, dass sich das normalisieren wird. Ne? Also im Moment ist es halt wirklich so, wird dir ähnlich gehen. Du kriegst jeden Tag irgendwelche Briefe, wo irgendwelche Seminarveranstalter jetzt sagen, boah, jetzt müssen Sie das und das wissen, besuchen Sie unseren Kongress zum Thema Social Media. Ich glaube, dass das Verhältnis einfach normaler wird. Social Media wird im Unternehmenskommunikationsbereich, Marketingbereich ankommen. Also man muss nicht mehr erklären, was das überhaupt ist und welches die Tools sind. Also ich denke, es wird sich normalisieren zum einen. Zum anderen denke ich, wird es sich bei vielen Unternehmen etablieren, einen Social Media Manager tatsächlich zu haben, neben dem Marketing Manager, dem PR Manager, hoffe ich zumindest, auch eine feste Position für Social Media Manager geben, zum Teil machen das entweder die Marketing-Leute noch on top oder die PR-Leute noch on top und letztendlich, was ich auch versucht habe zu beschreiben, braucht es eine Menge Zeit und ich hoffe, dass die Erkenntnis auch bei vielen Unternehmen ankommt, dass man durchaus jemanden Professionellen nur für diesen Job einstellen sollte. Mhm.
Welche Tipps könntest du geben für Bewerber, die sich für dieses Thema interessieren im Social-Media-Bereich? Gut, ich bin auch jetzt nicht der Social-Media-Papst. Ich glaube, auch da relativ banale Sachen. Einfach, man muss neugierig sein, man sollte natürlich auf den Plattformen unterwegs sein. Als ich volontiert habe, habe ich etwas sehr Kluges gelernt von einem meiner Mentoren damals. Der sagte, jeden Tag einen neuen Kontakt. Und nicht nur einen neuen Kontakt machen, sondern auch einen alten Kontakt pflegen. Und das war ein ganz guter Ratschlag für mich. Also ich glaube, dass im Social-Media-Bereich es ganz stark darauf ankommt, dass man natürlich sich auch vernetzt mit anderen Leuten, gut viel unterwegs ist, die Kongresse besucht, ob das nun die Republika ist oder die Next oder vielleicht beim DLD auch oder so. Also auf diesen Veranstaltungen Social-Media-Mondays und so weiter. Also es gibt ja eine Menge Sachen, die man besuchen kann. Ich glaube, das Virtuelle ist eine Sache, aber das Treffen im realen Leben ist doch nochmal ganz, ganz wichtig und dass man sich eben austauscht. Wir alle haben nicht Social-Media erfunden, sondern wir lernen alle täglich dazu und ich glaube, es ist eine Menge Sinn macht, sich einfach auszutauschen und einfach von den Erfahrungen von anderen auch zu lernen. Ich denke mal, das war ein sehr guter Schlusssatz. In dem Sinne, ich bedanke mich recht herzlich, dass ich hier sein durfte, dass ich deine kostbare Zeit in Anspruch nehmen konnte. Ich habe zu danken. Herzlichen Dank. Ja, und ihr liebe Zuschauer, wenn ihr euch für Social Media Jobs interessiert. Also ich denke, da steckt einiges drin, auch von den Aspekten, die ich vorher erwähnt habe in dem Interview. Nebenbei bemerkt, so cool. Jetzt kommen wir zum Ende des Semesters und jetzt funktioniert es endlich, geht es seit der letzten Version von OBS, dass man mit Restream, wie ihr vielleicht jetzt gesehen habt, die aufmerksamen Beobachter, die Kommentare auch direkt da reinhängen kann. Naja, Social Media, man probiert immer aus. So, das habe ich gemeint. So. Zum Interview nochmal mit dem Herrn Keuchel. Da sind auch deshalb einige Aspekte drin. Zeitmanagement, ich habe schon erwähnt, das ist immer ein großes Thema. Ich kenne keinen Social Media Manager, der sagt, mir ist eigentlich fad, ich habe zu wenig zu tun. Machen kann man natürlich immer mehr. Die Koordination, die Erfordernis, auch in Echtzeit zu reagieren. Und auch eine ganz, ganz klassische Sache, die einschlägige Ausbildung, wie es mittlerweile viele FHs anbieten, zum Social Media Manager oder Kurse und so weiter, die gibt es ja noch nicht so lange. Es ist auch sehr häufig so, dass dann die Leute, die diesen Job eben machen, Quereinsteiger sind. Also eben ganz und gar nicht von einer einschlägigen Ausbildung herkommen, sondern sehr häufig eben aus kommunikativen Tätigkeiten, so wie der Stefan, Pressesprecher, klassischer PR-Bereich eigentlich. Und zugleich ist natürlich auch zu beobachten, aufgrund dieses gestiegenen oder gesteigerten Bedürfnisses von Unternehmen, hochwertige Inhalte zu produzieren, dass auch mehr und mehr Journalisten, wenn sie so wollen, die Seiten wechseln und nicht mehr in Redaktionen arbeiten, sondern in Kommunikationsabteilungen von Unternehmen. Ich verfolge das auch recht. Gibt's in Österreich gibt es wenige Unternehmen, die sich sozusagen professionelle Journalisten wirklich Vollzeit leisten, um Social Media Inhalte zu erstellen. In Deutschland machen das zunehmend mehr Unternehmen und wie gesagt, eben dieses Thema Editorial Content, da steckt natürlich auch die ganze Sache mit dem Vertrauensaufbau dahinter, im Vertrauensaufbau online. Und Sie überlegen, es gibt viele Aspekte, die mit beeinflussen, wie sehr wir einer Person, einer Marke, einem Unternehmen, einem Produkt, einer Dienstleistung vertrauen. Und ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, neben vielen anderen, ist die Kompetenz, die wir der jeweiligen Person zugestehen. Das ist auch nichts Neues und Social Media Spezifisches. Es hat eigentlich begonnen mit diesen systematischen Untersuchungen, mit der Wirkungsforschung, schon mit der Hovland-Gruppe in den USA in den 50er Jahren. Und es ist auch keine große Überraschung, dass wir Informationen in der Regel nicht unabhängig von der Quelle beurteilen. Dieser Faktor steckt ja nebenbei bemerkt auch im Milgram-Experiment drin. Stanley Milgram geht in der Originalbeschreibung sehr ausführlich darauf ein, dass es eben sehr, sehr wichtig ist und genau dieser Faktor wurde dann auch variiert und er ist tatsächlich wichtig. Dann beim Milgram-Experiment, wo eben die Versuchspersonen aufgefordert werden, einer scheinbaren Versuchsperson, die aber ein eingeweihter Schauspieler ist, Stromschläge zu versetzen bis zu einer sehr gefährlichen Stromhöhe. Stanley Milgram hat damit nicht den Sadismus, nicht die Gewaltbereitschaft, sondern die Obrigkeitshörigkeit getestet und dieses Element war eben auch, dass der Versuchsleiter einen weißen Mantel trug, das Ganze in einer Laborumgebung stattfand, um sozusagen diese, wenn Sie so wollen, das institutionelle Vertrauen damit auch anzusprechen.
Und Kompetenz ist eben einer dieser Faktoren und Kompetenz entsteht natürlich sehr, sehr schwierig oder so gut wie gar nicht durch bloße Werbebotschaften. Ein klassisches Werbeprospekt vermittelt Preisinformationen, Produktvorteile, aber man billigt ihm weder Objektivität zu und auch nicht Kompetenz. Kompetenz entsteht über Inhalte, in der Regel auch nicht einmalig, aber wenn jetzt beispielsweise, und das ist so ein indirekter Mechanismus, der in der Kommunikation eine riesengroße Rolle spielt, wenn jetzt beispielsweise ein Hausbetreuungsunternehmen, Attensam fällt mir ein, not affiliated, aber wenn so ein Unternehmen einen Markt oder am Markt präsent sein will, dann gehört natürlich der klassische Vertrieb dazu, aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist auch, wenn ein Kunde in die Situation kommt, das ist in dem Fall ein B2B-Markt, ein Hausbesitzer, der sagt, ich brauche jetzt jemanden im Winter, der da Schnee räumt, dann beginnt ein, in der Regel können unterschiedliche Prozesse beginnen. Entweder der hat sich nie vorher Gedanken drüber gemacht, fängt er vielleicht mal an zu recherchieren, oder es ist jemand, der, für den ist von vornherein schon klar, ich werde dann letztendlich den Anbieter nehmen, der mir das günstigste Angebot macht. Und es gibt eben auch immer mehr Personen, die dann so sagen, dieses Unternehmen habe ich schon im Kopf, da habe ich ein gutes Bild von denen, Image, heißt ja auch nicht umsonst Image, bei denen frage ich auf jeden Fall mal an. Und ein ganz, ganz wesentlicher Faktor in dieses sogenannte Relevant Mindset reinzugelangen, ist eben die Kommunikation generell und mittlerweile auch die Social Media Kommunikation. Und um damit Kompetenz zu vermitteln, reicht es eben klassischerweise nicht aus, permanent quasi dieses zu trommeln, wir sind super, wir sind ganz großartig, sondern da muss man eben wirklich zeigen, dass man inhaltlich eine Ahnung von dem hat, was man tut. Und Social Media Kommunikation ist mittlerweile jetzt sehr, sehr weit weg von der bloßen Marketing- und Werbekommunikation. Das sind eher Formate wie, ich sage mal, klassische Erfolgsstories, Testimonials von Mitarbeitern, wenn es eher ums Recruiting geht, von Kunden, praktische Tipps, Nützliches für die Zielgruppe spielen eine ganz, ganz große Rolle. Und das bedingt natürlich zwei Teile oder zwei Key Skills auch für Social Media Manager. Die müssen auf der einen Seite, wie wir es auch vorhin in dem Interview gerade gehört haben, die müssen technologisch am Laufenden sein, sollten natürlich wissen, und die Plattformen bieten ständig neue Formate an, neue Formatierungsmöglichkeiten. Denken Sie nur dran, wie rasant sich etwa das Story-Format weiterentwickelt. Da muss man am Laufenden bleiben. Und die zweite Sache, ich sollte mich natürlich auch thematisch zumindest grundlegend auskennen. Wie gesagt, im Optimalfall kommen die Spezialinformationen dann ohnehin von den jeweiligen Fachabteilungen, aber das sind im Großen und Ganzen so diese zwei Bereiche. Dieses Interview finden Sie übrigens auch auf der einschlägigen Seite social-media-manager.com, eigentlich eine deutsche Seite, die jede Menge Informationen darüber zusammenträgt. Ich finde diese Kurzdefinition hier vorne ganz zutreffend. Was macht ein Social Media Manager? Als Social Media Manager bist du für die Unternehmenskommunikation in sozialen Netzwerken zuständig, du veröffentlichst News, reagierst auf Anfragen und begleitest Diskussionen. Den Erfolg deiner Kampagnen und Maßnahmen überwachst du mit Hilfe verschiedener Tools. Die Tätigkeiten des Social Media Managers fallen oft in den Aufgabenbereich von Pressesprechern oder PR-Managern. Social Media Manager sind meist in PR-Agenturen oder den Kommunikationsabteilungen größerer Unternehmen beschäftigt. Und da wäre auch noch eine Kategorie hinzuzufügen, die in letzter Zeit eine immer größere Rolle spielt, vor allem in Deutschland und auch in den USA fällt mir das sehr, sehr stark auf. Freiberufliche Social Media Manager. Man wird auch oft als Virtual Assistant bezeichnet, gerade für kleinere Unternehmen. Ist sozusagen ein Selbstständiger, der unterschiedlichen Unternehmen die Social Media Betreuung anbietet. Wenn das kein so großer Zeitaufwand erforderlich ist und beispielsweise die Aufnahme eines Podcasts geht normalerweise recht rasch vonstatten, aber das muss ja dann auch nachbearbeitet werden, geschnitten, Cover dazu, Beschreibung, hochgeladen. Das ist ein ziemlicher Zeitaufwand und solche definierten Tätigkeiten lassen sich natürlich auch ganz gut auslagern. Also das ist sicherlich auch ein Bereich, wo in Zukunft, ja, wie gesagt, die Kernstrategie und Themen, das muss ein Unternehmen selber wissen, aber viel von dieser, ich sage mal, handwerklichen Arbeit wird mittlerweile auch von Externen erledigt. Sicherlich auch ein Trend, der im deutschsprachigen Bereich in den nächsten Jahren eine größere Rolle spielt. Funny BB, ich genauso, weil ich habe bei Virtual Assistant und in dieser Hinsicht ist der Begriff natürlich auch gebräuchlich, in erster Linie quasi eine
Assistentin gedacht, die halt eben nicht geografisch in derselben Location sitzt und so diese klassischen Terminvereinbarungen und so weiter macht, aber tatsächlich, es gibt die meisten Virtual Assistants bieten auch so Social Media Dienstleistungen an. Ist natürlich relativ naheliegend und auch eine Sache, die man ja natürlich, wie gesagt, ortsunabhängig sehr, sehr gut machen kann. Ein Input noch, wenn Sie so wollen, von der anderen Seite. Ich habe selber nie bei einem Unternehmen als Social Media Manager gearbeitet. Ich war mal bei einem Unternehmen für das Blog zumindest zuständig. Und Social Media Kommunikation war immer ein Teil auch, der da irgendwie mitlief. Aber ich habe öfter mal für meine Kunden oder bei Bewerbungsgesprächen dabei oder habe eben Recruitings für Social Media Manager organisiert. Und das ist auch sehr, sehr spannend, gerade wenn man selber schon das ein oder andere Mal bei einem Bewerbungsgespräch war, um da mal die andere Seite kennenzulernen. Und ich habe da ein ganz interessantes Video gefunden. Meine Erfahrungen waren da nämlich sehr, also wirklich, ja, es gibt ein weites Spektrum, ziemlich unvergesslich wird mir bleiben. Ich war mal mit einem Kollegen bei ihm im Büro und wir hatten, da ging es konkret um, da hat eine große Zentrale einer großen Bank einen Social Media Manager oder eine Social Media Managerin gesucht und wir hatten da gemeinsam dann Anzeigen gemacht, Ausschreibungen ausgegeben und ich war dann bei ihm im Kollegen und wir hatten uns einen Tag lang 8 Stunden, ich glaube 9 oder 10 Interviews ausgemacht, so im Dreiviertelstundentakt. Und ich war dann in der Früh um 9 bei ihm im Büro, einen Kaffee gemacht und so. Und das war wirklich ein sehr spannender Tag, weil von den 9 Personen sind 6 ohne Absage nicht gekommen. Also der hatte zum Glück einen Tischfußball und Flipperspiel und so im Büro rumstehen. Und 3 sind dann gekommen und 2 davon, also das war wirklich skurril, einer davon war sich nicht ganz sicher, für welche Bank er sich da jetzt bewirbt. Einer war sich nicht ganz sicher, für welchen Job er sich bewirbt und eine, die ist hingekommen, die war top vorbereitet, sich alles angeschaut, was die online machen. Also, wenn ich mich als Social Media Manager wo bewerbe, sind die Sachen ja öffentlich und sie hat den Job dann auch sehr schnell bekommen. Für mich war das ein ganz extremer Fall, aber ein ziemliches Schlüssel-Learning auch, dass natürlich muss ich mich da spezifisch vorbereiten, natürlich sollte ich mir anschauen und eine Meinung dazu haben und ich finde dieses Video sehr gut, weil es fasst die klassischen Fragen zusammen, die einem im Laufe eines solchen Interviews gestellt werden. Aber zuvor, wir haben noch hier Fanny BB fragt, oder BB, finden Sie, dass eher ein angestellter Mitarbeiter oder ein Virtual Assistant für Unternehmen interessant ist? Grundsätzlich denke ich, dass Social Media eine sehr zentrale Aufgabe ist und wenn es wirklich in Richtung Kommunikation geht, wenn es mir gelingt, dass ich mit den Kunden ins Gespräch komme, dann wird sich ein Externer sehr, sehr schwer tun, weil er im Endeffekt, wenn es um inhaltliche Diskussionen geht, wegen jeder Kleinigkeit nachfragen muss. Also nicht so in den Informationsflow im Unternehmen eingebunden ist. Ich denke aber, man muss sich sehr genau überlegen, welche Tätigkeiten eignen sich fürs Auslagern. Wenn ich selber sage, ich habe ein kleines Team, ich habe eigentlich keinen eigenen Grafiker und niemand von uns geht gern mit Photoshop oder Canva um, kann ich sehr gut Teilbereiche auslagern. Kann jemand ein Foto schicken und die entsprechend aufbereiten lassen. Videoproduktion lässt sich gut auslagern, aber meiner Meinung nach der inhaltliche Fokus, die Redaktionsplanung und so weiter, das ist etwas, das würde ich persönlich nie auslagern. Ich bekomme manchmal einschlägige Anfragen von Kunden, die sagen, ja, was kostet das bei Ihnen, wenn Sie uns ein Status-Update die Woche schreiben? Ich lehne das ab, eben weil ich es grundsätzlich sinnlos finde. Und was da eben auch dahinter steckt, das ist jetzt vielleicht, ich sage mal, in der klassischen Werbung spielt die Ästhetik, die Originalität, das Sujet, das spielt eine große Rolle. Denken Sie an viele Kampagnen, da arbeitet man mit Wortspielen, mit auffälligen Sujets, mit überraschenden Aha-Momenten. Und ich will jetzt nicht behaupten, dass diese Dinge in der Social-Media-Kommunikation keine Rolle spielen, das wär natürlich Blödsinn. Aber sie sind bei Weitem nicht so relevant. Was viel, viel stärker wiegt, ist, wie man das bezeichnen will, den Nerv der Zielgruppe treffen, wissen, welche Themen wirklich relevant sind. Und es gibt natürlich schon einschlägig spezialisierte Agenturen und Dienstleister, die sich auch sehr stark auf eine Nische fokussieren. Ich kenne da einige im Gastronomie-Hotelleriebereich, Social Media
Agenturen oder Experten, die nur Social Media Betreuung übernehmen für Hotels, teilweise sogar für Hotels in einem bestimmten Segment, zum Beispiel, beispielsweise nur für Wellness-Hotels und die auch diesen Markt in dem jeweiligen Land sehr, sehr gut kennen. Ich persönlich wäre sehr skeptisch bei einem Generalisten, was diese Themenwahl betrifft, weil die eben ganz zentral ist. Da geht es nicht nur, da geht es eben in den seltensten Fällen darum, möglichst gute, breite Themen zu finden, die alle ansprechen, sondern auch Themen zu identifizieren und so aufzubereiten, dass sie wirklich spannend für die Zielgruppe sind. Und wie gesagt, der eine Skill ist eben was Handwerkliche, aber das ist nicht so kompliziert. Ja. Es gibt verschiedene Bildformate und so und es gibt Textlängen, aber das kann man jedem in einem Tag Einschulung, die Grundbasics beibringen. Aber viel, viel komplexer und viel, viel wichtiger ist eben wirklich diese Themen und da tue ich mir als Externer einfach wahnsinnig schwer. Und da ist dann auch natürlich die Frage, die bei der Auslagerung immer dahinter steckt, irgendetwas an den Dritten auszulagern, macht ja auch nur dann Sinn, wenn ich mir tatsächlich damit arbeite, spare und wenn es dann unendlich viele Feedback-Schleifen und so gibt, dann kann das auch wieder sehr, sehr schwierig sein. Also im Endeffekt, die kurze Antwort ist, man muss das meiner Ansicht nach sehr, sehr genau von Fall zu Fall unterscheiden. LK Neu schreibt, was halten Sie von Bots, also automatischen Antworten? Ich finde die ja sehr unsympathisch. Ja, ich glaube, den mag niemand. Wir haben auf der einen Seite, das war wieder so eine Sau, die alle durchs Dorf getrieben haben, so wie die Sprachinterfaces, war 2 Jahren, ist ein bisschen abgeflaut wieder. Vor 2 Jahren hat das so seinen Höhepunkt erreicht auf den Konferenzen, als es dann überall hieß, Chatbots sind quasi der neue Scheiß und ohne Chatbot keine Chance und Kunden wollen nur Chatbots und so weiter. Es gibt ja im simpelsten Fall ist eine automatisierte Antwort einfach nur so ein Trigger, so wie beim Auto-Reply bei einem E-Mail. Es gibt mittlerweile relativ komplexe Chatbots, die so semantische Auswertungen machen können. Meinen Sie tendenziell quasi diese schnellen Auto-Antworten oder meinen Sie wirklich so komplexere Chatbots, wo ich als Kunde halt statt, dass ich meine Suche in ein Formular eingib, wo ich mit denen kommuniziere? Ich kann nur sagen, ich persönlich mag ich automatisierte Antworten sehr gerne und setze sie auch bei mir selber ein am Blog. Bei Formularen auf Webseiten, da mache ich es eigentlich immer so, dass dann der das Formular abgeschickt hat, sofort instant eine Benachrichtigung kriegt. Danke für Ihre Nachricht, ich melde mich in Kürze bei Ihnen, diese Daten wurden eingereicht und so weiter und so weiter. Aber das mache ich nur aus dem spezifischen Grund, damit er auch weiß, die Nachricht ist angekommen bei mir. Weil ich, wenn ich gerade in einem Workshop bin und halt 8 Stunden keine Zeit habe, dann dauert das länger. Generell auf Social Media finde ich es ausgesprochen kontraproduktiv. Ich selber habe auch noch keinen und ich habe mir schon einige auch dieser komplexeren automatisierten Bot-Systeme angeschaut. Ich habe noch keines gesehen, das wirklich annähernd quasi sinnvolle Antworten geben könnte. Das funktioniert in sehr, sehr stark strukturierten Kontexten. Wenn Sie beispielsweise an eine Fahrplanabfrage denken, kann man relativ leicht das Bot implementieren. Wann fährt der nächste Zug von Wien-Hütteldorf nach Amstetten? Keine Ahnung, ob es da Verbindung gibt. Das ist sehr leicht übersetzbar, weil es eben grundsätzlich schon ein sehr strukturierter Query ist. Ja, da kann man vielleicht, da kann man so etwas einsetzen, aber generell in Dialogen, in der Kommunikation ist es sehr, sehr schwierig. Dazu kommunizieren wir Menschen generell viel zu wenig strukturiert und weil sie schreiben, sie finden es eher unsympathisch. Ich denke schon, dass das dann auch grundsätzlich die emotionale Reaktion ist, die man bei einem beträchtlichen Teil der Nutzer damit auslöst. Ich bin auch kein Fan davon. Max Wetzelsdorfer, was ich immer noch nicht verstehe, sind diese Social Media Accounts von großen Firmen, die nur Memes posten und frech zurückreden, so wie Wendy's und Twitter. Ja, das ist eine recht zweischneidige Sache. Die Beispiele, die das machen, also Wendy's, ja, können uns ist ja nicht so, dass wir nicht den Screen live teilen könnten. Schauen wir mal, damit die anderen auch alle gleich sehen, was da damit gemeint ist. Okay, jetzt momentan haben wir natürlich in Amerika wieder einmal die Ausnahmesituation mit den Rasen- und Runderposten, fast alle Unternehmen dazu. Ja, das ist eigentlich so ein typisches Wendy's-Posting mit einer Einblendung. Ich nehme an, die werden dann die Leute auffordern, diese Greenscreen-Aufnahme zu verwenden. Klassische Werbesachen. Aber ansonsten sehr, sehr,
sehr, sehr, sehr, sehr meme-orientiert. Und was die provokanten Kommentare betrifft, es gibt ja auch ein deutsches Unternehmen, die machen das auf Social Media auch, da ist es aber nicht so Social Media spezifisch, sondern die kommunizieren generell so, die True Fruits, ja, kennen Sie auch die Kampagnen, haben auch für sehr, sehr viel Kontroverse gesorgt. Gerade bei Wendy's und bei diesen Unternehmen steckt natürlich schon eine Strategie dahinter. Es sind auf der einen Seite B2C-Unternehmen, Wendy's hat mal, oh Gott, mir wird schlecht, wenn ich das in der Früh anschauen muss, ich muss das wieder zumachen am Bildschirm. Wendy's ist ein B2C-Unternehmen, das grundsätzlich eine sehr, sehr breite Kundenschicht hat und ein Vorteil von Memes, wenn das gelingt, die verbreiten sich sehr, sehr rasch und ich glaube, da geht es ja wirklich um das klassische Pendant mehr zur Kontaktgenerierung. Und der zweite Teil der Frage, die dann eben auch frech zurückreden, wenn sich jemand beschwert. Das hat einen ganz, ganz konkreten Grund. Das ist eine, es gibt verschiedene Scripts, wenn Sie sich an die Einheit über Neuropsychologie erinnern, da habe ich natürlich nur sehr, sehr an der Oberfläche kratzen können. Aber diese emotionalen Reaktionen, die man bei Personen auslöst. Es ist, wollen Sie als Unternehmen auf Ihren Social Media Kanälen natürlich schon einmal grundsätzlich Reaktionen hervorrufen. Das ist durchaus in Ihrem Interesse, weil ja auch diese Social Signals dann wieder die Verbreitung sicherstellen. Sie kennen vielleicht diese klassische Beobachtung, dass Leserbriefschreiber oder überhaupt Protest, jemand rafft sich eher dazu auf, unter Anführungszeichen, etwas zu schreiben im Sturm der Entrüstung, als wenn er zufrieden war. Wir haben das, Social Media ist mittlerweile so populär, das würde ich sagen, das lässt sich in keinster Weise auf Rezensionen online übertragen, sonst gäbe es nicht so viele Restaurants auf TripAdvisor und Co. mit 4,5 oder 5 Sternen. Aber was sehr wohl dahinter steckt, bestimmte Emotionen, die man auslöst, triggern sehr schnell Reaktionen. Und da gibt es ein paar so grundlegende Geschichten, wenn es mal gelingt, persönlichen Bezug herzustellen. Im Englischen sagt man, somebody can relate to something. Also wenn das sehr nah an seiner Lebenswelt ist, das führt oft dazu, also dieses, ja, ich kenne das, ich habe das genauso erlebt. Was weiß ich, ich habe, ihre Zielgruppe ist im Bereich Jungeltern und sie posten dann was, ja, ich habe für mein Kind Kindergartenplatz gesucht und war zu spät dran. Und solche Dinge, die vielen anderen auch so gehen. Da sagt man schnell was dazu. Da gibt es unterschiedliche Mechanismen. Einer dieser Mechanismen, ein ganz, ganz starker, ist eben Provokation. Und da gehört das frech Zurückreden dazu. Ich garantiere Ihnen, Sie werden in den allermeisten Fällen mit kalkulierter Provokation rein quantitativ mehr Reaktionen erzeugen, als wenn Sie in irgendeiner Art und Weise sich auf den positiven Teil des Gefühlsspektrums bewegen. Das Problem dabei ist, provokativ zu agieren, wird schnell mal als überbordend empfunden und ist natürlich auch insofern relativ edgy, dass es viele Personen abschrecken kann und dass sehr viele Unternehmen auch aus Imagegründen, weil es auch nicht passend ist, sozusagen sich nicht in diese konfrontative Ebene begeben wollen. Wendy's oder True Fruits haben diesen Vorbehalt nicht und leben in dieser Nische ganz gut davon, weil natürlich auch klar ist, und das ist der Mechanismus, der im konkreten Social Media Fall dahinter steckt, natürlich ist es nicht so, dass die Leute sich dann aufregen und sagen, das habt ihr da schon wieder für furchtbare Werbung. So, stream, taugliches Wort hier. grässlich und so weiter. Das, natürlich werden die nicht Kunden durch die Provokation. Die führen aber durch ihre Reaktionen dazu, dass es in potenziellen Kundenschichten die Botschaft weiter verbreitet wird. Wenn man so will, ist das die Weiterentwicklung. Sie kennen diesen Spruch, jede Werbung ist gute Werbung. Das glaube ich persönlich ganz und gar nicht. Auf technologischer Ebene ist es im Social Media Bereich aber durchaus so, dass man sagen kann, jede Social Reaction steigert die Verbreitung. Nicht nur in der kritischen Gruppe. Es ist eine sehr zweischneidige Sache. Ich würde es meinen Kunden nicht empfehlen. Aber ich verstehe, was da dahinter steht. Das ist, es ist natürlich keine Provokation und Provokation will. Und gerade übrigens, für Wendy's funktioniert diese Strategie gar nicht schlecht. Die andere Sache ist natürlich, dass dadurch, ja, man hat schnell mal einen Image-Schaden. Wenn man es auf einem Polaritätsprofil sich vorstellt, die Personen, die eine Marke hassen, die Personen, die glühende Fans sind, und je weiter ich in der Mitte bin, desto mehr bin ich in dem Bereich unentschieden. Und da führen solche Ansätze natürlich auch schon relativ rasch dazu, dass sich die Unentschiedenen tendenziell
Also wow, das taugt mir überhaupt nicht, aber auch genau in die, genauso in die andere Richtung. Also ja, es ist ein Ansatz, den man wählen kann. Ich persönlich, und das ist glaube ich auch eine Komponente, die man zumindest zur eigenen geistigen Zufriedenheit berücksichtigen muss. Ich persönlich würde mich wirklich persönlich nicht wohlfühlen mit so einer Kommunikationsstrategie, wenn ich das verantworten möchte. Ich möchte so einen Job auch nicht machen. Leute anfacken in der Hoffnung darauf, dass es mir halt was für meine Reichweite nutzt. Aber es funktioniert für viele, nichtsdestotrotz. Beantwortet es Ihre Frage, ansonsten einfach... Ah, das, komplexe Bots, genau. Ja, bei den komplexen Bots, da gibt es den schönen Turing-Test, haben Sie vielleicht auch schon mal gehört. Der Alan Turing, britischer Mathematiker, in einer Zeit, gerade wenn man in Army-Einrichtungen arbeitete, wo Homosexualität noch sehr problematisch war, sehr genialer, intelligenter Mensch, sehr unglücklich, dann auch früh Selbstmord begangen. Er war tätig im Bletchley Park, in diesem britischen Zentrum, wo auch die zweite Generation der Enigma entschlüsselt wurde, der deutschen Verschlüsselungsmaschine während dem Zweiten Weltkrieg. An diesem Projekt war Alan Turing ganz stark beteiligt und in Bletchley Park hat dann auch die frühe AI, Artificial Intelligence Forschung begonnen. Und der Alan Turing hat einen Test entworfen, einen hypothetischen Test, der auch heute noch als in der Wissenschaft als Standardkriterium für die, wenn Sie so wollen, Intelligenz von Computern gilt, das nicht im Sinne eines Intelligenzquotienten, sondern zur Beantwortung der Frage, handelt es sich da jetzt noch um eine sehr komplexe Rechenmaschine oder hat dieses Gerät, das irgendjemand gebaut hat, jetzt Intelligenz? Sie wissen ja wahrscheinlich, wir können Intelligenz bis heute nicht definieren. Wir können sie messen mit Intelligenztests, aber diese Intelligenztests messen verschiedene Aspekte. Sie können Abstraktionsvermögen, logisches Denken, technische Vorstellungskraft können sie ganz, ganz okay testen. Kreativität kaum. Und man weiß eigentlich nicht das Gesamtprodukt. Also Intelligenz, das heißt nicht, dass man möglichst gut oder möglichst schnell hohe Zahlen im Kopf zusammenrechnen kann. Das sind nie Einzelfaktoren. Das ist eine Gesamtsumme, die kann man nicht so genau berechnen. Und deswegen ist dieser Test spannend, weil was der Alan Turing gesagt hat, ist, wir machen das so. Eine Person sitzt in einem Raum, mit einem Mikro und einem Lautsprecher, und im anderen Raum sitzt eine Person oder eben eine Maschine, und die unterhalten sich dann. Wenn ein Mensch spricht mit der Person oder mit der Maschine, wenn die Stimme ist, könnte man lösen mit natürlicher, heutzutage könnte man natürlich klingende Stimmen erzeugen, sonst verzerrt man es oder kommuniziert schriftlich, egal. Der Punkt ist, die kommunizieren eine Zeit lang, und dann muss irgendwann der Mensch die Frage beantworten, habe ich mich da jetzt mit einem Menschen unterhalten oder mit einer Maschine? Und der Alan Turing sagt eben, wenn ihm das unmöglich ist, dann haben wir künstliche Intelligenz. Also sozusagen ein, wenn Sie so wollen, phänomenologisches Kriterium. Und das hat meiner Ansicht nach sehr viel mit diesen Bot-Interfaces zu tun. Wenn Sie als Nutzer das Gefühl hätten, dass Sie da sehr, sehr komplexe Antworten kriegen, dass das gut funktioniert, dann wäre es akzeptabler, aber davon sind wir heute einfach weit, weit, weit entfernt. Und meiner Ansicht nach, der Trade-off wäre sozusagen zu dem vorigen Fahrplanbeispiel. Das ist nicht das beste Beispiel, weil das kann man auch sehr gut über Webbrowser-Interface oder App oder was auch immer abwickeln. Aber in anderen Fällen ein sehr, sehr nerviger Vorgang ist, wenn man anrufen muss beim Callcenter, das kennen Sie alle und da ist viel los und dann hängt man in der Warteschleife. Wenn es sich um komplexere Themen handelt, wird man in der Regel einen menschlichen Mitarbeiter brauchen. Wenn es sich so um Standarddinge handelt, wie ich möchte irgendeinen Tarif kündigen oder wechseln, ein neues Handy ordern oder meinen Internetanschluss ändern in irgendeiner Art und Weise, dann könnte man vorstellen, dass der Trade-off ganz okay ist, dass ich sage, ich muss mir jetzt mit diesem Bot auseinandersetzen, bis zu einem gewissen Grad, das ist ja immer der Punkt, nach seinen Regeln kommunizieren, aber dafür spare ich mir halt Zeit. Da können Sinn machen, aber ansonsten als Ersatz bin ich ganz bei Ihnen. Es ist eher ein frustrierendes Erlebnis im Großen und Ganzen, meiner Ansicht nach. Anja Bammer hat eine organisatorische Frage zu den Bonuspunkten, ob wir die erreichte Punkteanzahl noch vor der Prüfung erhalten oder nicht. Ah, die Prüfung, das ist der 18. Ich kann nicht garantieren, ob sie das ausgeht. Ich werd für Sie die Punkte nächste Woche eintragen, für die es abgeben haben.
Ich weiß nicht, ob da Wolfgang die Woche jetzt. Ich werde ihn auf jeden Fall daran erinnern. But fear not. Voriges Semester gab es niemanden, der eine Übung abgeben hat und nicht die vollen Punkte dafür gekriegt hat. Ich habe mich bemüht, die Angaben sehr eindeutig zu machen. Und im Wesentlichen, wenn sie das getan haben, was da drinnen steht, dann passt das schon. Und wenn sie zum Beispiel die Buchrezension gemacht haben, ich werde die nicht durchlesen und dann sagen, boah, da habe ich aber andere Meinung oder das passt mir nicht. Wenn ich den Eindruck habe, sie haben da drei Zeilen hingeschludert und wollten mich irgendwie pflanzen und die mit der Übung abgeben ist, dann kriegen sie gar keinen Punkt dafür, ansonsten kriegen sie die 5 Punkte. Also wenn sie es abgeben haben, dann ist. Abgabe ist heute Mitternacht, korrekt. Genau, die 0-Uhr-Thematik. Die 0-Uhr-Thematik. Heute um Mitternacht, 19. Aber ich glaube, ich habe es ab 10 Uhr verstellt. Schauen wir mal. Ja, das Zahlengedächtnis, wenn zum Beispiel Intelligenz nur vom Zahlengedächtnis abhinge, dann wäre ich strunzdumm. Maß mal ja selber, bin ich vielleicht, man weiß es ja nicht. Jetzt haben wir schon wieder nämlich die Bredouille. Schauen wir noch. There is only one way to find out. So, meine freiwillige Übungsaufgaben. Da steht noch im Titel 14.05. Das hat dann geändert auf etwas kurz später. Guck mal. Freitag, 19. Juni, 21 Uhr steht da. Ja, auch richtig eingestellt, so. Tun wir da das. Achso, das ist ein neues Datum vom Gastvortrag, das passt schon, ich habe jetzt verschaut. Dann bei der ersten. Freitag, 19. Juni. Aha, da steht es nur auf 0 Uhr. Dann werden wir das auch. Um weitere Verwirrung ist alles auf 21 Uhr. So, morgen 21 Uhr it is. Ja. Also muss niemand heute bis zur Geisterstunde extra wach bleiben, nur wegen der Sommerübung. B ist schon um, nicht? Gibt's nicht diese Woche noch einen Termin? Ah, die Übungen waren abzugeben, genau. Ja, wie gesagt, da habe ich nicht so im Detail. Wir koordinieren die Übungsabgabetermine nicht untereinander. Bei Sommer, ja, der Wolfgang hat gesagt, ja, er macht drei. Ich werde ihn auch nochmal dran erinnern. Bei der Prüfung nebenbei bemerkt, falls jemand von Ihnen irgendwie Schwierigkeiten hatte, scheint da irgendwie ein Problem mit der Suche, mit dem YouFind oder so zu geben. Falls jemand Probleme hat von Ihnen, dann bitte Mail an die Flora, die hilft Ihnen auch gerne. Aber es ist grundsätzlich möglich, sich für die Prüfung anzumelden. Ja, Sie sollten noch Übungsaufgaben bekommen. Ich werde im Anschluss gleich ein Mail an den Wolfgang schreiben. Über Univis, Dankeschön. Über Univis kann man sich anmelden. So, und damit sämtliche Klarheiten beseitigt. Die Interview-Questions. Ich lasse das jetzt mal im kleinen Screen. Ich werde nämlich zwischendurch das Video anhalten und meinen Senf dazu abgeben. Fragen auch mal durchgegangen mit deiner Freundin, die Recruiter unterrichtet und was ihre Meinung dazu ist. Und das ist natürlich auch klassisch ein Thema. Die Frage kann ich schwer beantworten. Wenn ich Berufsneueinsteiger bin, vorher nicht Social Media Manager war, dann wäre nebenbei bemerkt eine gute Antwort auf diese Frage, sich irgendeine Kampagne vorher genauer anzuschauen. Die interne kennt man dann nicht. Ich habe noch keine Kampagne gemanagt, aber die und die gefällt mir deshalb gut. Klassiker.
bei dieser Konkurrenzanalyse, da geht es gar nicht so darum, dass sie alles richtig machen, sondern es ist ein sehr wichtiges Signal bei einer Bewerbung. Die wenigsten Bewerber kommen auf die Idee und es zeigt demjenigen, der mit ihnen das Gespräch führt oder dann auch in weiterer Folge entscheidet, ob sie den Job bekommen oder nicht, dass sie sich auf einer wesentlich intensiveren Ebene als die Bewerber damit auseinandergesetzt haben, und so viel Arbeit ist es aber gar nicht. Also sehr empfehlenswert. Sprout Social ist im deutschsprachigen Bereich nicht besonders gängig, aber wie gesagt, Tools erwähnen, Tools vorher anschauen. Ich meine generell, ich werde manchmal, haut mal YouTube dann diese Videos rein, raus wegen Copyright-Verletzungen, wegen der Musik. Ich werde aber einen Link dazu tun, falls Sie es nochmal anschauen wollen. Das ist wirklich eine verdammt gute Struktur, falls Sie mal vor einem Social Media Bewerbungsgespräch stehen, vielleicht wieder nochmal anschauen und sich auf jeden Fall am Vortag die passenden Antworten bereits zurechtlegen. Tja, die Social-Media-Industrie, die Social-Media-Branche, wohl davon auszugehen, dass uns dieses Berufsbild oder dieser Kommunikationsweg nicht so bald wieder verlassen wird. Ja, Viral Video ist ein bisschen ein Unwort, da bin ich auch der Meinung. Das ist übrigens, das ist auch so eine Sache, eine alternative Antwort, die Sie auch geben könnten, wäre: ein Viral Video ist keine Frage des Handwerks, sondern wenn Sie überlegen, es gibt natürlich für jedes Viral Video, das funktioniert, 99, die gar nicht aufgehen. Es sind sehr häufig Zufallstreffer oder Sie sind in der Position, dass Sie ja Informationen haben, die eine recht große Community da draußen unbedingt haben will, wo die Leute richtig scharf drauf sind. Dann ist es leichter, ein Viral Video zu machen. Die meisten Unternehmen haben solche Informationen nicht. Ein Beispiel wird gern genutzt in der Automobilbranche und übrigens auch schon vor Social Media. Sie wissen eben, ich habe da nicht viel Bezug dazu als Nicht-Automobil-Fan, aber es gibt sehr viele, die emotional stark an ihrem vierjährigen Fortbewegungsmittel hängen, wie wir wissen. Autosalons wie Genf oder so, da präsentieren die Hersteller dann oft nicht nur neue Modelle, sondern auch irgendwelche Designstudien oder Dinge, die vielleicht so nie auf den Markt kommen, irgendwelche innovativen Geschichten, und die Autos müssen dann dahin transportiert werden, logischerweise. Und da arbeitet man auch sehr gern damit, dass beim Ausladen zufällig jemand heimlich dieses neue Modell mitfilmt. Natürlich passiert das nicht zufällig. Und wenn ihr das dann irgendwo online stellt, dann verbreitet sich das sehr schnell. Aber eben nicht, weil der Social Media Manager so gut gearbeitet hätte oder weil die Agentur so einen tollen Job gemacht hat bei der Verbreitung dieser Social Media Videos, sondern simpel und einfach deshalb, weil eben da draußen schon diese Community besteht oder bestanden hat, die eben schon dieses Rieseninteresse an diesem Inhalt mitbringen. Ja, und damit, ja, genau wie die Flora geschrieben hat,
Modulkurs, Infosur die Prüfung. Kann man bei der Prüfung Fragen skippen und später beantworten? Muss man alle Fragen der Reihe nach beantworten? Ja, man kann es skippen, weil Sie kriegen bei der Prüfung das gesamte Dokument mit den 10 Fragen auf einmal. Also Sie kriegen nicht Frage 5 Minuten, Frage 5 Minuten. Flora, korrigiere mich bitte, aber da bin ich mir sicher. Ansonsten ist für alles Organisatorische die Flora die bessere Ansprechpartnerin. Bei der Zusatzaufgabe zu den drei Prüfungsaufgaben steht bei mir als immer noch. Damn you, Moodle. Habe ich doch gerade geändert. Bei welcher? Erste, zweite oder dritte? Das sind drei Prüfungsaufgaben. Die drei habe ich. Ja. Da steht immer nur 0 Uhr. Sie haben vollkommen recht. Was ist da los? Ich soll mal bearbeiten. Habe ich es vorher nicht richtig gespeichert oder so? Oh, 19 da. Nein, sehen Sie das? Da ist eingestellt auf letzte Abgabe. Ach so, ich habe das Fälligkeitsdatum und nicht die letzte Abgabemöglichkeit. Mein Gott. Wer lesen kann, ist einmal mehr klar im Vorteil. Mein Fehler. Das mache ich dann bei den anderen auch gleich. Ja, Blaualb, ich stimme zu, die erste wäre gut heute. Ansonsten kann ich ausrechnen, ich habe es jetzt nicht insgesamt im Kopf, wie viele Anschläge das sind, aber gehen wir mal von mit den Fragen und insgesamt von 4.500 Anschlägen aus. Das heißt, wenn Sie um 20.50 Uhr beginnen, dann durch 450 Anschläge pro Minute durch 60. Da müssen Sie zumindest 7,5 Anschläge pro Sekunde schaffen, damit Sie es nur rein von. Also Blaualp hat vollkommen recht, besser jetzt beginnen. Weil, sind wir uns ehrlich, so aufwendig sind die Übungsaufgaben eigentlich nicht. Und ich würde es Ihnen schon empfehlen, die Prüfung wird nicht übermäßig schwierig sein, aber es schadet nicht. Ah, in dem Mal, das letzte Mal haben wir die Prüfung als Moodle-Test abgehalten. Fragen skippen, kommen und später wieder zurückkommen. Habe ich auch immer gern gemacht. Okay, Frage, wie man drauf, bei meinen eigenen Prüfungen, früher waren wir haben die nur auf Papierbogen gekriegt, händisch ausfüllen müssen. Immer zuerst die Fragen beantworten, wo man sich ganz sicher ist, dann bleibt die maximale Zeit zum Nachdenken über die anderen. Diese und ähnliche elaborierte Moodle-Prüfungsstrategien können wir gerne noch beim nächsten Mal besprechen. Wir haben ja unseren letzten Termin, wie manche sagen, in 7 Tagen, andere behaupten in einer Woche, in jedem Fall am 25. Juni. Und wie Sie im Moodle auch nachlesen können, da gibt es eine kleine Gesamtwiederholung in Fragen zur Prüfung, sonstige Fragen jederzeit. Allerdings für die Abgabe der Übungsaufgaben wird es dann zu spät gewesen sein. So, sogar diese Zeitform einmal in der Vorlesung eingesetzt. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Eine schöne Woche. Ciao.